Bücher sind Kulturgut. Kunstwerke sind auch Kulturgut. Warum nicht auch Brettspiele? Darüber wird aktuell in Deutschland sehr heiß diskutiert und die verschiedenen Meinungen dazu sind mindestens genauso heiß und gespalten. Aber wo findet man nicht besser eine Meinung dazu als auf der Spiel in Essen? Ich bin der Meinung, dass Spiele als Medium, genau wie es Computerspiele auch langsam aber sicher geschafft haben, dazu in der Lage sind, auch einfach Inhalte zu vermitteln, die einen irgendwo berühren, wo es halt nicht einfach nur die Unterhaltung ist. Also ich würde erstmal sagen, groß positiv. Ich sehe es ja auch auf den Messen, sind mal jung und alt, kommen mal viele zusammen, aber man auch sieht, was für Spielegruppen sich finden. Ich spiele auch viel X-Wing und da war ich auf einem Turnier, das war großartig. Da sieht man, wie es die Leute zusammenbringt, alt und jung, vor allem Star Wars-Fans an der Stelle. Und auf einem Turnier hat man das Problem, da war einer dabei, der war fast blind. Da war wirklich, haben die einfach aufgebaut, eine richtig helle Lampe, bisschen Spielmaterial hat. Und der Kollege hat super gespielt, seine Gegner sagen, das war super klasse, hat echt gepasst. Und auch dieses ganze Miteinander finde ich einfach super. Und ja, das macht eine Kultur aus, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich finde, Brettspiele und generell Gesellschaftsspiele sollten auf jeden Fall Kulturgut werden. Es ist schade, dass die Menschen sich immer mehr auf das Handy, auf den Computer, auf die Konsole konzentrieren. Man interagiert einfach weniger miteinander. Brettspiele fördern das wieder und das finde ich einfach nur gut. So im Laufe meines Lebens habe ich schon mitbekommen, dass so die Quantität aber sowas von stark zunimmt und die Qualität nicht unbedingt. Natürlich werden immer schöne neue Sachen und so entdeckt und ich kann nicht jederzeit das Rad neu erfinden, aber ja, der Wettbewerb ist natürlich größer und größer und erzeugt natürlich immer coole Sachen. Ob der jetzt durch Fördergelder sich wahnsinnig anders entscheiden wird, hängt davon ab, wo die dann wirklich hinfließen. Ich finde, das hat schon einen Vorteil. Die Frage ist halt, müssen die Gelder jetzt dahin oder leben die eigentlich schon von dem, was sie so produzieren? Aber ich denke nicht, dass die Spiele darunter leiden werden, weil ich glaube, jeder möchte natürlich das schönste und beste Spiel mit den neuesten und innovativsten Funktionen auf den Markt bringen. Und deshalb bleibt der Konkurrenzkampf auch weiterhin da, auch wenn es gefördert wird. A board game is in some way the product of the mind of its designer. And it aims at creating emotions to the players to build an experience. So I think definitely yes, it should be considered as a cultural asset. Cédric has worked more than 3 years, I guess, on Meeple Circus before it's been released. The same for Treasure Island. So something which seems very simple needs a lot of work, and it's like an artist's work. You know, sometimes I wake up in the night, I have an idea, and I think it's the same for people who write books. Or you know, you got an idea and you live with this running in your mind, and sometimes the idea pops. You don't know when it will pop. So I think it's really creation.